Ich sage Ihnen nur eines dazu. Mein Respekt vor den Opfern des Faschismus verbietet mir, darauf auch nur mit einem Wort einzugehen. Überall auf diesem Kontinent machen sich die Spalter und die Ultranationalisten wieder breit. Diejenigen, die Menschen gegeneinander hetzen und die, die das liberale, das soziale und das ökologische Gesellschaftsmodell abwickeln wollen. Damit gefährden sie eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften, die es auf unserem Kontinent je gegeben hat. Mit aller Kraft werde ich mich jedenfalls gegen diesen Hass auch zukünftig stellen, egal von welcher Stelle aus. Ich bin davon ausgegangen, die Türkei ist eine Republik. Ich habe noch nicht verstanden, wie man sich als republikanischer Präsident auf eine solche Ebene begeben kann. Ich finde, das ist schon bemerkenswert. Man muss nicht die Inhalte des Herrn Böhmermann gut finden. Aber er hat schon seine Freiheit. Ich zitiere Ihnen jetzt den Satz, den ich für erstens nicht akzeptabel halte und zweitens für unbedingt sanktionierbar. Es ist der Satz des Kollegen Synadinos, der in der Debatte über den EU-Türkei-Gipfel heute Morgen sich wie folgt hier geäußert hat. Ich zitiere. Wie osmanische Wissenschaftler geschrieben haben, die Türken sind geistige Barbaren, gottesverachtend, Schwindler und schmutzig. Der Türke ist wie der Hund, der den Wilden spielt, aber wenn er gegen den Feind zu kämpfen hat, davonläuft. Der einzige effektive Weg, mit den Türken umzugehen, ist die Faust und Entschlossenheit. Das, meine Damen und Herren, ist ein Satz, der im Sinne des Artikel 165 der Geschäftsordnung eine schwerwiegende Verletzung der Werte und Grundsätze der Union darstellt. Als Sofortmaßnahme habe ich deshalb angeordnet, und ich füge hinzu, meine Damen und Herren, auch als eine Grundsatzentscheidung, weil ich glaube, dass hier systematisch der Versuch unternommen wird, rote Linien zu überschreiten, um den Rassismus hier salonfähig zu machen. Ich habe Ihnen gestern bereits gesagt, mit mir nicht. Deshalb, gemäß Artikel 165 der Geschäftsordnung, in Verbindung mit Artikel 11, schließe ich den Abgeordneten Synadinos mit sofortiger Wirkung von der Sitzung aus. Ich bitte Sie jetzt, den Saal zu verlassen. Es gibt keine Geschäftsordnungsdebatte, und wenn Sie sich nicht beruhigen, Herr Gollnisch, dann kriegen Sie Beruhigungsmittel. Also. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. L'Italia quindi lei è perfetto. Ich will das ganz kurz machen. Herr Berlusconi hat in seinen Ausführungen Folgendes gesagt, wenn die Interpretation richtig, die Übersetzung richtig war. In Italien wird zurzeit von einem Regisseur ein Film über die Konzentrationslager gedreht und er lädt mich ein, die Rolle des Capo, also des SS-Schergen, zu übernehmen. Ich sage Ihnen nur eines dazu. Mein Respekt vor den Opfern des Faschismus verbietet mir, darauf auch nur mit einem Wort einzugehen. Aber mir ist klar geworden, dass es schwierig ist zu akzeptieren, dass ein Ratspräsident, der sein Amt ausübt, wenn er mit der geringsten widersprüchlichen Debatte konfrontiert wird, seine Kontenance in dieser Form verliert. Ich will aber mal, wenn Sie gestatten, einen Satz zur griechischen Regierung sagen. Die gehen mir, seien Sie mir nicht böse, Herr Chondros, wenn ich das so sage, bisweilen gewaltig auf die Nerven, ob das jetzt Herr Varoufakis oder jemand anders ist. Aber man muss zur Ehrenrettung dieser Regierung mal eins sagen. Die ist seit 6 Monaten im Amt.
Die Probleme, die dieses Land hat, die hat nicht diese Regierung verursacht, sondern die Vorgängerregierungen, ob sie jetzt sozialdemokratisch oder konservativ waren, die haben das vergeigt. Die Blockade führt zu einem schweren ökonomischen Prozess, der Wachstum kaum zulässt. Und ich möchte Sie fragen, ob die Verzweiflung, die daraus erwächst, nicht gerade den Radikalen und Extremisten die Leute zutreibt und ob nicht möglicherweise mehr Unsicherheit entsteht statt mehr Sicherheit. Ich glaube fest daran, dass eine Verhandlungslösung, dass ein israelischer und ein palästinensischer Staat, die in guter Nachbarschaft und Frieden leben, realistisch sind. Und auch die Europäische Union glaubt daran. Und deshalb haben wir versprochen, dass wir nach einem Friedensabkommen, einer besonderen privilegierten Partnerschaft. Im Zusammenhang mit einem Friedensabkommen, eine besondere privilegierte Partnerschaft mit beispielloser Unterstützung finanzieller und personeller Art aufzubauen.